Sony Computer Entertainment presents a Santa Monica Studio Production. In der Zeit vor den Titanen, den Göttern des Olymps, tobte eine erbitterte Schlacht. Der Zorn der Protogonoi. Der Wesen, die die Erde erschaffen hatten, wütete eine Ewigkeit lang außer Kontrolle. Und aus diesem Zorn, diesem Kriegswahn, entstanden die Furien. Weder Titan noch Gott, Sterbliche oder Schatten. Die Furien unterstanden niemandem. Denn sie waren die Hüter der Ehre, die Vollstrecker der Bestrafung, der Ruin der Verräter. Als Zeus an die Macht gelangte, erkannte er, dass er die Schwester nicht fürchten musste. Die Furien sannen nur bei jenen auf Vergeltung, die sie für schuldig befanden. Der erste dieser Verräter war Aegeon, der Hekatonsche Ehre. Als die Bestie Zeus den Bluteid schwor, nur um den König der Götter dann zu verraten, schritten die Furien rasch zur Tat. Die Schwestern machten unbarmherzig Jagd auf Aegeon, und als sie die Kreatur gefangen hatten, folterten sie sie erbarmungslos. Denn die Furien fanden, der Tod sei zu gnädig für diesen Eidbrecher. Aegeon, der Hekatonsche Ehre, wurde zum Exempel für alle. Ein besonderes Symbol für diejenigen, die einen Bluteid brechen wollten, mit einem Gott. God of War Ascension. Und somit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Projekt God of War Ascension. Ich bin Kageyoshi und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Auf dieses Spiel habe ich mich sehr, sehr lange gefreut. Ich möchte aber nicht zu viel sagen, zu viel blabbern hier am Anfang, sondern direkt loslegen. Was ich vorab aber noch kurz erwähnen möchte, ist, dass ich 10 bis 20 Minuten gespielt habe, so rum, um mich ein bisschen reinzufinden, einfach die Steuerung zu testen und so weiter und so fort. Ich habe natürlich alle God of Wars gespielt und die werden auch noch alle kommen, aber das wisst ihr ja. So, wir fangen direkt mit dem Einzelspiel an. Ihr seht ja schon, ich habe hier ein bisschen gespielt und wir tun das einfach überschreiben. Neues Spiel, so. Ja, ich möchte das überschreiben, ich bin absolut sicher. Und dann geht's auch direkt los, meine lieben Freunde da draußen. Wir spielen natürlich auf normal. Weil leicht wäre zu leicht und schwer wäre zu schwer. Deswegen ist normal einfach das Beste. Wisst ihr ja. Weil zu schwer möchte ich es dann auch nicht haben, weil es soll schon ein Spielfluss drin sein. Nicht, dass ich hier 10.000 Mal fail an einer Stelle, das muss ja auch nicht unbedingt sein. Ein bisschen fail ist immer gut, aber zu viel ist dann, nicht so tolle. Kratos, der große General aus Sparta, war endlich besiegt. Vom Wahnsinn nahe, gefoltert. Und nicht wissend, wo er sich befand, erkannte der Krieger, dass er gefangen war wie eine Fliege im Netz der Furien. Niemals, niemals wieder. Was natürlich sofort auffällt, ist, dass Kratos einen anderen Synchronsprecher hat, aber dennoch einen sehr, sehr guten. Da bin ich froh darüber, dass sie da nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Schlechtes da reingenommen haben, sondern tatsächlich ein guter Austausch, auch wenn ich den alten genauso mochte. Hallo, Kratos.
Was ist los? Du scheinst verwirrt, Kratos. Kannst du dich nicht mehr an unsere gemeinsame Zeit erinnern? Andererseits wurden wir ja unsanft von meiner Schwester unterbrochen. Alecto hatte schon immer schlechte Manieren. Keine Sorge. Ich bin eine sehr gute Lehrerin für Respekt. Und Kratos ist ein sehr guter Lehrer im Fisten, denn die werden wir jetzt ordentlich fisten, meine lieben Freunde. Für das, was du geraubt hast, schulde ich dir das hier. Naja, das glaubst nur du. Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel einfach nur, Freunde, das ist ein Wahnsinn. Ich sehe den Anfang hier zum zweiten Mal und ich liebe es einfach nur. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen, es ist einfach nur, das Spiel wird einfach nur genial. Wie gesagt, die ersten 10 Minuten kenne ich, aber das Spiel ist ein Wahnsinn. Ein Sterblicher wird mich vernichten. Ja, deswegen rennst du ja auch weg, ne? Besonders, weil Ares dich erwählt hat, aber du bist gar nichts. Du bist ein wertloser Sterblicher. Wir kennen schon am Spruch, weil Ares dich erwählt hat. Das heißt quasi, dass der Kratos natürlich den Schwur schon abgelegt hat bei Ares. Und darum hat er ja auch die Chaosklinge. Ne? Die hat er ja von Ares als Geschenk bekommen. Das wissen wir ja aus dem ersten Teil. Sollte eigentlich jeder kennen. Wenn ich auch kein Problem, wird irgendwann als Let's Play kommen. Ares ist ein Narr, dich zurückzuwollen. Ja, das werden wir alles noch sehen, meine Liebe. Du verdienst noch deine paar Schläge auf die Fresse. Du kriegst noch. Keine Sorge. Die Käfer da unten können wir getrost auslassen. So, na komm. Wenn du so übergeil bist, warum hast du dann Angst vor mir? Doch nicht etwa, weil ich dich töten könnte. Jetzt sehen wir gerade die Spezialfähigkeit, was die Viecher hier haben. Die Käfer hier, die Viecher. Die können nämlich Menschen hier kontrollieren und sie werden dann zu solchen Riesenkäfern. Das sieht so eklig aus, das muss man sagen. Aber der hat nichts drauf, den werden wir jetzt schön hier das Fressbrett polieren. Und den hier. Und hoch damit. Ich will in die Luft befördern. So, jetzt. Und den hier. Jawohl. Hey, pass auf, was du machst, ne? Du sprichst hier mit Kratos. Oh Mann, die geil. Das habe ich ja vorhin gar nicht gemacht. Das ist ja richtig geil. Und tschüss. Oh yeah. Einfach nur geil, ihr seht schon, das Gameplay ist wieder mal übelst genial. Und das ist das, was ich an God of War so feiere, einfach diese schöne Kombination von Gameplay und Story, wie man sie kaum in einem Spiel findet. Und Kopf ab, jawohl. Und den hier. Oh Mann, einfach nur hammergeil. Ich kann das kaum in Worte fassen, wie unfassbar gut das Spiel gemacht wurde, einfach nur. Und das ist bei jedem God of War so, es gibt keine Ausnahme. Ich finde God of War, das habe ich eh schon mal erwähnt, in einem anderen Let's Play habe ich das erwähnt. God of War ist einfach eines der Spiele, das am perfektesten gelungen ist, einfach. Das ist
einfach ein Gesamtpaket, wie man es sich nicht anders wünschen kann. Wie ich finde. Ist natürlich Geschmackssache, aber ich liebe es einfach. Statt Freiheit wirst du nur dein Ende finden. Ja, leere Drohungen. Sie wird noch früh genug merken, dass sie sterben wird. Wie es jeder tut, der sich mit Kratos anlegt, das wissen wir ja. Geben mich auf. Wir sind alle unschuldig. Halt den Mund. Er ist infiziert. Wir sind alle infiziert. Irgendwas von wegen infiziert, ich weiß aber nicht, was da genau gemeint ist. Aufzeichnungen des Schreibers des Hekatoncherien? Cheiren? Keine Ahnung. Ein Gottes Eid in leicht... Was ist leicht geschworen und kann nicht so leicht gebrochen werden? Die Furien haben ihre eigene Ansicht von richtig und falsch. Ja. Das hat aber eh jeder hier in God of War. Immer wieder unsere Geldkisten. Rot ist natürlich Geld, grün ist Energie und blau wird dann wahrscheinlich wie immer Mana sein, aber das werden wir noch sehen. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht so weit gespielt, bis man Mana bekommt. Mit Select können wir natürlich ins Menü, hier können wir dann weiterspielen oder Neustart vom Kontrollpunkt, Option, Steuerung und so weiter, ne? Also typische Sachen. Es wird dann wahrscheinlich auch wieder ein Optionsmenü geben, wo wir dann unsere Waffen etc. aufbessern können. Ich freue mich schon richtig drauf. Du hörst sehen, wie wir hier mit den Eidbrechern umgehen. Wartet mal, in der anderen Richtung habe ich das letzte Mal, wo ich das bisschen da gespielt habe. Aber so, da kann ich ja gar nicht hin. Achso. Okay. Gut, dann habe ich bis jetzt noch nichts übersehen. Hier mal direkt eine Waffe. Multischlagwaffe, die beim Abwerfen Gegner betäuben kann. Alles klar. Ah, wie sie sich immer verkriecht, ne? Aber die ganze Zeit große Reden schwingen. So, dann kommt mal her. Ich zeige euch gleich mal die neue Waffe. Die funktioniert so. Packt den. Ich will den hier packen. Ach, zu spät. Nochmal. Moment, nochmal. Geh weg von mir. Ich will das hier zeigen, den Zuschauern. Hört doch mal auf zum Hauen. Ich will dir was zeigen. Naja, egal. Ich zeig's euch dann ein anderes Mal. Oder wartet. Ja, jetzt. Das gibt's nicht. Lasst mich doch mal hier. Ja, genau. So sieht das dann aus. Und jetzt gibt's hier aufs Fressbrett, weil ihr mich nicht zeigen habt lassen. Und jetzt werde ich sauer hier. In der Mitte auseinander. Und den ebenfalls. Und hoch mit dir. Es wird Zeit, dass du den Tod findest. Ja. Glaubst nur du. Ach, die kleinen Minikäferchen sollen mich aufhalten. Die weiß einfach nicht, womit sie es hier zu tun hat, glaube ich. So, die sind nämlich auch explosiv. Guckt mal. Das ist gut für die Masse dann. So, hier, guck. Sterbt. So, nehmen wir hier noch ein bisschen so austeilen. Die kleinen Minikäfer sind natürlich keine Herausforderung. Schon gar nicht für Kratos. So. Mal sehen, wie du mit den Hekatoncheeren fertig wirst. Mit was für Dinger? Also wenn die auch noch unten rausgeriechen, ihr wisst schon, wo ich meine, dann Mahlzeit.